Dem FC Bayern war es zu riskant, Leipzigs Naby Keita in diesem Sommer zu verpflichten. Das berichtet der Kicker. Man habe sich bereits in aussichtsreichen Gesprächen befunden. Knackpunkt soll aber gewesen sein, den Deal bereits ein Jahr vor Vertragsbeginn zu fixieren. Darauf wollten sich die Bayern offenbar nicht festlegen. Außerdem wurde Keita dem Rekordmeister angeblich bereits zu seiner Zeit bei RB Salzburg angeboten. In diesem Sommer bekam der FC Liverpool den Zuschlag. Zu den 70 Millionen Euro Ablöse ließen sich die Reds die vorzeitige Aktivierung von Keitas Ausstiegsklausel weitere 15 Millionen kosten. Inklusive Gehalt beläuft sich das Gesamtpaket nun auf 130 bis 150 Millionen Euro. Manchester Uniteds Trainerlegende Alex Ferguson fand Franck Ribéry einfach zu schlecht. Ein Bekannter des Schotten schreibt in seinem Buch, dessen Vorabdruck der Times vorliegt, dass Ferguson Ribéry 2006 bei einem UEFA-Cup-Spiel von Olympique Marseille beobachtet habe. Er habe sich aber bereits zur Pause entschieden, dass der Franzose nicht gut genug für United sei und von einem Angebot abgesehen. Gut für den FC Bayern, ein Jahr später wechselte der Mittelfeldspieler für 25 Millionen Euro nach München. Laut der Zeitung Sport hat Neymar angeblich PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi gebeten, seinen Stürmerkollegen Edinson Cavani zu verkaufen. Der italienische TV-Sender Rai Sport behauptet, dass der AC Mailand bereits im Januar versuchen will, den Uruguayer zu holen. Cavani hatte vor zwei Wochen gegen Lyon Neymar beim Elfmeter den Ball weggenommen und selbst geschossen. Nach dem Spiel gab es deshalb angeblich sogar eine Kabinenkeilerei zwischen den Superstars und Neymar entfolgte Cavani auf Instagram.